wechsle zu Facebook. Das erste Bild, das sich in meine Netzhaut frisst, ist das einer flüchtigen Bekannten, die ich seit 10 Jahren nicht mehr gesehen habe und die jetzt auf einem Krankenhausbett zwischen ihrem treu-doofen Sparkassengesicht und der treu-doofen Fresse ihres Sparkassenmannes strahlend die hochkonzentrierte Sparkasse in Form eines Kleinkindes in die Kamera hält. Sie hält das Baby wie eine Trophäe. Die Auszeichnung von Mutter Natur in der Kategorie Fortpflanzung. Mission erfolgreich beendet. Den mittelmäßigen Typen wird sie ab jetzt zum Wohle des Kindes und sich bis auf den letzten Tropfen ausbluten lassen, denn um Liebe ging es hier nie. Dessen scheinen sich beide von Anfang an bewusst gewesen zu sein. Klick. Ein Katzenvideo. Eine fette Perserkatze wird in einer Küchenspüle gebadet und trägt dabei unter mürrischem Protest eine kleine Badehaube. Ich klicke auf Like. Michelle hat ihr Profilbild geändert. Ein melancholisch anmutendes schwarz-weiß Selbstporträt mit Analogfilter, das sie in Tradition der französischen Avantgarde lässig mit einer Zigarette im Mundwinkel zeigt. Sie blickt genervt in die lästige Kamera, dabei ist an ihrer Haltung deutlich zu erkennen, dass sie das Foto selber geschossen hat. Klick. Charlotte zeigt einen atemberaubenden Yoga-Trick und Marlene war im Urlaub auf Mauritius. In ihrem neuen Bikini ist sie die Sünde in Person. Like. Fritzi aus der Grafikabteilung hat auch ein neues Profilbild hochgeladen und darauf ihre Haut mit Photoshop so glatt geschmirgelt, dass sie wie eine ambitionierte 3D-Animation aus einem Computerspiel aussieht. Weil Fritzi, Klammer 33, aber seit über 20 Jahren frustrierter Single ist, Kette raucht und generell auf wenig verzichtet, ähnelt ihre Haut in echt mehr dem dunkelrosa eingefärbten Satellitenbild einer skandinavischen Vulkanlandschaft als der Oberfläche einer frisch polierten Billardkugel. Klick. Konstantin ist gerade auch in München und hat vor 5 Minuten seine Trüffelpizza am Promenadeplatz fotografiert. Gekonnt hat er im Hintergrund das Moët Chandon-Etikett so positioniert, dass es nicht zu aufdringlich, aber doch noch klar zu erkennen ist. Esther gefällt sein Bild und wünscht ihm in den Kommentaren Bon Appetito. Konstantin gefällt Esthers Kommentar und kommentiert ihren Kommentar mit Grazie ragazza. Ich tippe, wow! Alle Schulden schon bezahlt und Privatinsolvenzverfahren abgewickelt? Herzlichen Glückwunsch, das ging aber zackig. Ins Kommentarfeld verwerfe die Idee dann aber wieder. Bei mir steht er ja nicht in der Kreide. Klick. Ein DJ bedankt sich in einem grenzwertig sentimental formulierten Post bei seinen digitalen Fans für den unglaublichen Abend. Seine Strategie ist, sich die Gunst des Publikums durch die Zurschaustellung seiner Bescheidenheit zu erschleichen. Seine Freundin, Klammer, angehende Spielerfrau, liked und shared jeden Beitrag, so gut sie eben kann. Klick. Barbara studiert Mode, hat die Kollektion für ihre Abschlussarbeit fertig und lässt sich von Johanna in eben dieser ablichten. Nicht wirklich spektakulär, aber immerhin gefällt es 125 Freunden. Ein Mädchen kommentiert mit Hübschi, Hübschi und einem simplen Herz, eine zweite mit Wow, you are so beautiful und einem regenbogenfarbenen Comic-Einhorn, eine dritte mit Vermissung und einer traurigen Katze. Das Hobbymodel bedankt sich bei seinem Publikum mit jeweils einem Like pro Kommentar. Lediglich der Kommentar von Frederik wird verächtlich übersehen, denn er schreibt nicht ganz zu Unrecht: Dein Kopf wirkt in dem Anzug doppelt so groß. Klick. Ein anderes, wesentlich unattraktiveres Mädchen erhält interessanterweise dieselben überkandidelten Kommentare für ihr Foto. Zu allem Elend ist sie in einer sehr unvorteilhaften Pose in denkbar schlechtem Licht fotografiert worden. Sie scheint sich so zu gefallen, sonst hätte sie es nicht gepostet. 76 Mal wurde auf Gefällt mir geklickt, allerdings handelt es sich hierbei um klar erkennbare Solidaritätsbekundungen und sogenannte Almosen-Likes. Aus ähnlicher Motivation werden Münzen in die Hüte von beinlosen Bettlern geworfen. Aber Kohle bleibt Kohle und Like bleibt Like. Klick.
Bei der Cat vs. Chuchumba Compilation handelt es sich um einen Zusammenschnitt verschiedener Videos, in denen Katzen mit Gurken erschreckt werden, dabei senkrecht in die Luft springen und panisch die Flucht ergreifen. Like. Zugunglück in Spanien, 41 Tote, 80 Schwerverletzte. Marie-Louise meldet sich via integrierter Facebook-Funktion in Sicherheit. Like. Ein Post weiter unten in der Timeline fährt ein als Batman verkleideter Mops zur Titelmelodie der 60er-Jahre-Serie mit einem ferngesteuerten Batmobil in einer Hofeinfahrt im Kreiz. Like. Miss Understood und Fräulein Sonnenschein haben ihre Pseudonyme auf Facebook gewechselt, um ihre Privatsphäre besser zu schützen und posten haltlose Widerspruchserklärungen gegen die Geschäftsbedingungen. Geschäftsbedingungen. Dazwischen liefern sie, parallel auf Instagram, alle halbe Stunde einen Schnappschuss mit dem Smartphone inklusive informellem Kommentar, dem aktuellen Standort und sämtlichen Links zu allen Beteiligten. Klick. Brita ist für ein junges Mädchen relativ hässlich und kleidet sich vielleicht deshalb immer etwas zu extrovertiert, weil sie hofft, dass ihre Zirkus-Clown-Optik die Traurigkeit ihrer naturgegebenen Erscheinung überschreit. Like. Klappt. Klick. Wolfgang arbeitet neben seinem Studium als Model und fotografiert gerne seine Trainingsergebnisse vor dem Spiegel. Aktueller Beziehungsstatus: Single. Unglaublich, trotz Sixpack. Lara verbiegt sich wie eine tanzende Schlange für ein Gruppenfoto, um ihren fetten Arsch im Seitenprofil weniger fett aussehen zu lassen. Soziale Medien sind wie eine Karnevalsveranstaltung, bei der alle als interessante Menschen verkleidet kommen. Klick. Paul hat sich ein neues Tattoo stechen lassen. Eine Bockwurst, die von einer Gabel aufgespießt wird. Neben dem tätowierten Pflaster und dem Schneebesen sein drittes Motiv aus Langeweile. Wenigstens erntet er pro Verunstaltung souveräne 50 Likes. Klick. Das Video der Tierschutzorganisation, in dem die lausigen Bedingungen deutscher Schlachthöfe gezeigt werden, will keiner sehen. Ebenso wenig wie die grausamen Machenschaften eines Schweizer Nahrungsmittelkonzerns, der in Afrika eine Wasserquelle beansprucht und die Bewohner des Nachbardorfes aus den Abflussrohren einer Kupfermine saufen lässt. Kinderarbeit in einer Textilfabrik. Terroranschlag in der Türkei. Amoklauf in Frankreich. Die Lobbyisten amerikanischer Großkonzerne verhandeln mit rückgratlosen Staatsoberhäuptern über ein globales Handelsabkommen, während es zwischen dem FC Bayern München und Real Madrid zum Elfmeterschießen kommt. Blut, Tränen, Hass, Terror, Religion. Klick. Ein Papagei tanzt auf einem Wohnzimmertisch zu Gangnam Style. Ein Orang-Utan raucht Zigarre. Ein Krebs hat sich mit einem Messer bewaffnet und ergreift mit dem Rücken zur Wand die Flucht aus einer Küche. Das Miauen einer Katze klingt, als sage sie: Fuck!